Au, das sind gut. Magic Spinball. Ja, guck mal. Ja. Pyronit? Sag es nur. Vom Pyronit, ja. Ganz genau. Grandblumen. Also so große, große Kisten sind immer die geilsten. Ja. Ach, Kisten. Guck mal, Peter, Pfeiffer. Mit dem Zeus geht man gerne in die Kiste. Ja! Schmetterlingsfontäne. Das ist halt mehr so Kleinkram und Sets. Was ist das denn? Ach, weil du fährst, ja, genau. Das was? Waren auch so, ja. So Bodenkreise. Ach so. Oh, da gibt es noch mehr Sachen zu sehen. Schaut mal, was der Pyro Raven da für schöne Sachen vorbereitet hat. Was er unterm Sofa versteckt. Was heißt das? Baldfuß? Baldfuß. Baldufas. Ah, Baldufas. Ja, Baldufas oder Baldufas? Baldufas. Baldufas. Ist auch egal, Hauptsache es wird gezündet. Ah, okay. Das ist wirklich schön. Das ist ein Frauending. Ein sehr, sehr gutes Produkt. Das ist so ein Frauending. So, das ist ganz schön. Ah. Das riecht. Weil du fährst. So. Alles klar, wie viel haben wir denn da? Ich habe immer noch die. Guck mal. 8,6. 8,6, ja. Ne? 8,6. Und zwei Stück müssen drin sein, glaube ich. Ja, zwei Stück. 8,6, das sind 4,3 pro Stück. Gut. Rechnen kann er auch. Ja, er ist nicht nur groß, er kann auch rechnen. Ja, liebe Videofreunde, Video ist tot. Jetzt habe ich es erst kapiert. Gibt doch kaum noch eine Videothek oder sowas? Das dachte ich doch richtig, was es sagt. Nee, liebe Videofreunde. Liebe Freunde der Videothek. Ja, genau. VHS und Super 2000. Genau, was war? Beta gab es im Betamax, ne? Gab es auch noch. Ja. So, ja, liebe Pyro-Freunde, wir haben hier die Baldufas von ARS. Das sind so Bodenkreise. Da haben wir insgesamt 8,6 Gramm NEM. Zwei Stück sind drin. Das macht 4,3 pro Stück. Ich bin mal gespannt, was sie können. Wir checken das jetzt mal aus. Gucken wir mal, wie die überhaupt aussehen. Die sind, glaube ich, so ein bisschen viereckig irgendwie. Ah ja, siehst du? Ah, okay, interessant. Oh. Interessant. Mal ein ganz natürlich, besonderes Design. Zu sehen, natürlich auch Cut 1, ne? Versteht sich. Cool, geil. Alles Cut 1. Das was. Also das sieht aus wie eine Orchidee. Rarität. Ja. Wie komme ich von Rarität auf Orchidee? Gehen wir doch erstmal einen aus. Das sieht aus, wie wenn es aus der Vitrine rauskommen würde. Ja, ne? Schon 30 Jahre. Ja, echt. Ne? Schönes Design. Nicht schlecht, leider okay. Hat er sich aufgestellt. Ja. Steht komisch dran. Ne? Oh sollte ja, das stimmt. Nicht sein? Nee, der sollte deswegen wahrscheinlich weitergehen, denke ich mal. Ne? Ja. Wir probieren einfach noch einen. Da ist ja noch ein zweiter drin. Ne? Also, once again. Okay. Ja. Die Idee nicht so ist nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Schönes Design auch. Aber vielleicht ist der Boden auch nicht ideal, aber ich meine, das ist Straße. Ja. Das ist Asphalt. Das geht eigentlich auf eine Metallplatte. Eben. Wer hat eine Metallplatte dabei? Genau. Oder auf Glas oder sonst irgendwas. Eigentlich sollten so Sachen auf so einem Untergrund funktionieren. Also ich finde das immer so ein bisschen aber seltsam, wenn das nicht funktioniert. Ist da alles. Nein, der, der ist oben. Ofen? Ofen? Ja. Der ist noch oben zu. Oh. Jetzt so zack, mitten in die Kamera rein. Ja, nee, also, ja, weiß ich nicht. Also, was soll man dazu sagen, ne? Auf entsprechend glattem Untergrund funktionieren sie vielleicht besser. Das war jetzt nicht so die tolle Performance. Hauen mich nicht vom Hocker, ja? Vielleicht muss man die noch mal ein bisschen überarbeiten. Also nicht man selbst, sondern ARS, dass sie sich besser drehen. Ansonsten vom Grundprinzip her gutes Produkt, ja.
Alles klar, Pyrus, haut rein. Ja. Ne?